Mein Name ist Klaus Klaffenböck. Ich darf wieder alle herzlich begrüßen und möchte mich einmal bedanken für euch, dass ihr das anhört und anschaut. Es ist wirklich wunderbar zu wissen, dass doch jetzt schon 25.000 Menschen die verschiedenen Videos gesehen haben. Und ich danke für jeden Einzelnen, der mir da geantwortet hat und sich positiv geäußert hat. Ich möchte auch die segnen, die es abbestellt haben. Das sind ganz wenige, es waren vielleicht 8 oder 10 Leute. Aber im Endeffekt ist es so, dass es eine große Aussteuerung schon hat, bis nach Norddeutschland, bis Belgien und auch für, über Russland schon, über die deutschsprachigen Russen. Und so bitte ich euch einfach, dass ihr weiter mit zuhört und mit mir mitbetet, dass möglichst viele Menschen, die Jesus noch nicht so kennen, erfasst werden und das einfach erleben, dass sie Jesus erleben. Die Sendung heute heißt Helm des Heils. Helm des Heils. Wir wissen alle, was ein Sturzhelm ist. Ein Sturzhelm ist der, der uns schützen sollte bei einem Unfall zum Beispiel, sei es jetzt in einer Firma, dass irgendwo eine Schraube runterfällt von einem Gerüst oder beim Motorrad, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin oder beim Skifahren. Wir wissen das, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Sie schützt uns, sie schützt unser Gehirn. Und der Helm des Heils, so wie in der Bibel steht, der schützt unsere Gedanken. Der schützt unsere Gedanken vor, dass wir uns verworfen fühlen, dass wir uns abgelehnt fühlen, sondern dass wir wissen, dass wir angenommen sind und dass jemand da ist, der wirklich seine schützende Hand über uns hält. Ganz gleich, in welcher Situation du jetzt bist oder welchen Problemen und die Krankheit oder sonst was oder finanziellen Problemen, Gott ist mit uns, er ist mit dir. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus der Apostelgeschichte 4,12. Das ist knapp nachdem die Jünger, ca. 150 an der Zahl, damals in dieser Kammer, in der sie sich versammelt haben, den Heiligen Geist empfangen haben. Und da sind dann die Apostel dann losgegangen und da sind wirklich Zeichen und Wunder geschehen durch sie. Und sie wurden dann auch zur Rechenschaft gezogen, wie sie sich, warum sie heilen zum Beispiel. Wer eigentlich letztlich jetzt einen gelähmten Menschen geheilt hat und solche Sachen. Also das heißt, auch das Heilen, der Heiland, alles hängt mit diesem Heil zusammen. Und die Bibelstelle ist folgendes. Sie stellten ihn in die Mitte und fragten, mit welcher Kraft und in welchem Namen hast du das getan, dass dieser Mann jetzt da geheilt wurde? Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus dem Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus Christus. Er ist zu unserem Heil in diese Welt gekommen. Er wird Heiland genannt zum Beispiel auch. Da geht es nicht nur um eine körperliche Heilung, sondern überhaupt um Errettung der Seele. Ja, Menschen, die Jesus und sein Heil gefunden haben, haben dann einen unverlierbaren Reichtum, einen unzerstörbaren Besitz. Kein Mensch kann sich das wirklich vorstellen, aber wenn du das erfährst selber, dann weißt du, welchen Reichtum du in dir plötzlich hast. Unser Heil, dieses Heil, steht wirklich allein in Jesus. Wir können gar nichts dazu tun. Wir dürfen es als das völlige Werk im Glauben annehmen und danken. Das ist das Heil, das wir in unserem Inneren erfahren. Da können wir nur mehr danken und es im Glauben aber auch annehmen. Das ist wichtig.
im Kreuz. Im Kreuz, auf das wir oft hinschauen, ist eigentlich Heil, Frieden, Gnade und Leben, ewiges Leben. Bleib einmal stehen. Bleib einfach stehen, halte ganz still einmal und denk einmal drüber nach, was Gott dir Gutes getan hat. Nicht die negativen Sachen, sondern wirklich die Dinge, die sich gelöst haben, wo du dieses Heil schon erfahren hast. Das Heil Gottes in Jesus ist der feste und unzerstörbare Ankergrund unseres Glaubens. Unser Glaube könnte nicht existieren, wenn wir nicht von Jesus dieses Heil erfahren hätten. Die Menschen suchen alle noch Heil. Die einen suchen das Heil in irgendwelchen medizinischen Wundertätern. Wir kennen das Heil, das ausgerufen wurde mit der ausgestreckten rechten Hand, ich will es gar nicht machen, wo man das Heil dann erwartet hat von einem der größten Menschenverachter und Massenmörder, das auf der Welt gegeben hat. Da hat man das Heil erwartet. Die Menschen waren grenzenlos enttäuscht und immer wieder, wenn die Menschen versuchen, aus eigener Kraft das Heil zu suchen, werden sie enttäuscht. So ist es auch im Tod. Für die Weltmenschen ist der Tod das Abschiednehmen von der Heimat, die unwiederbringlich für ihn verloren ist. Aber für den, der im Glauben stirbt, ist es ein Heil. Denn der Tod ist dann ein Heimkommen aus der Fremde. Genau das Gegenteil geschieht dann. Wir haben einen Heiland, der aber nicht nur für die Sonntage zuständig ist, sondern auch für deinen Alltag. In allen Bereichen brauchen wir letztlich dieses Heil von Jesus für die Höhen, die wir erleben, aber auch für die Tiefen, die wir erleben. Der ständige Beziehung mit Jesus bringt uns dazu, dass wir diesen Helm des Heils dann im Letzten aufhaben. Es gibt wunderbare Stellen noch im Epheser 6,17. Das möchte ich nur kurz vorlesen. Der Epheserbrief ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde von Ephesus. Und da steht am Anfang: Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, dass ihr an den bösen Tagen widerstehen, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Nun steht nun fest eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit, dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt für die Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Also wir sollen auch das Evangelium weitertragen. Jemand, der uns das verbietet oder sagt, das ist nicht richtig, der liegt auf jeden Fall falsch. Vor allem aber greift den Schild des Glaubens, damit ihr die feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils. Den Helm des Heils aufsetzen, das heißt diese Gewissheit, dass du gerettet bist und dass Jesus wirklich mit dir ist, der dich schützt, der deine Gedanken schützt, der alles, was in dir ist, da wirklich unter seine Fittiche nimmt. Und ergreift das Schwert des Geistes. Das ist die einzige Angriffswaffe, die da genannt wird. Das ist das Wort Gottes, dass wir das Wort Gottes dem Feind einfach sagen. So wie Jesus bei der Versuchung gesagt hat zum Teufel, es steht geschrieben. Er hat das Wort Gottes genommen. Es steht geschrieben. Du sollst deinen Gott nicht versuchen und so weiter und so weiter. Der Helm des Heils. Wir müssen wirklich Gott um Verzeihung bitten, dass wir oft so schwach sind und zweifeln an seiner Liebe und an seiner Güte. Und auch für unsere Trägheit oft. Die Trägheit, dass wir uns nicht sehen als Zeugen für das Heil Jesu.
Wir brauchen unbedingt das Zeugnis für diese Welt. Die Welt geht verloren. Sie ist so weit vom Heil weg. Sie suchen überall das Heil bei Menschen, bei Ärzten, bei allen möglichen Dingen, bei Hobbys und so weiter suchen sie das Heil. Oder in ihrer Karriere suchen sie das Heil. Aber das ist nicht das Heil, was da gemeint ist. Das Heil ist ein anderes Heil. Das ist eine Person, das ist Jesus Christus. Ich habe einmal einen Bauern gekannt, der leider schon verstorben ist, aber älter. Und für den haben wir gebetet, weil er Krebs gehabt hat und ihm wurde der Magen herausgenommen. Und er war wirklich zum Sterben. Nach dem Gebet hat er dann noch gut 4,5 Jahre gelebt, hat seine Hofübergabe, alles in Ordnung bringen können. Aber was das Wichtigste an dem Mann war in dieser Zeit, er hat sich voll gewandelt. Er war früher ein bisschen jähzornig oft und und dann ist er milde und sanft geworden und das Heil Gottes hat ihn wirklich erfasst gehabt. Er ist ein Mann der Vergebung geworden, er hat dann knapp vor seinem Tod alle seine Kinder und Schwiegerkinder alle zu seinem Bett gerufen und hat sich bei ihnen für alles, was er getan hat, entschuldigt und sie um Vergebung gebeten. Auch die Menschen, die er sonst irgendwie beleidigt hat, alle hat er um Vergebung gebeten. Ich weiß ihn beim Herrn jetzt geborgen. Der hat das Heil erfahren. Wir sagen, der ist gestorben. Ja, er ist gestorben, aber er ist so, wie wir gesagt haben, von der Fremde in seine Heimat gegangen. Weil der Heiland, der Name Heiland, ihm den Weg bereitet hat schon und er selbst der Weg war. Er ist der Erlöser, Jesus Gottes Sohn, Gottes Lamm erwählt zu tragen unserer Sünde Lohn. Danke, lieber Vater, du gabst uns deinen Sohn. Dein Geist gibt uns die Kraft zu dienen, bis er wieder kommt. Danke, Jesus. Danke für alles und ich bitte, dass die Menschen sich ausstrecken nach deinem Heil, dass sie nicht das Heil irgendwo anders suchen, bei anderen Menschen, sondern wirklich bei dir in erster Linie suchen. Du kannst Wege öffnen dann, du kannst das Heil auch bringen, das wir hier schon auf Erden brauchen. Aber wir brauchen das ewige Heil, das ewige Leben. Und ich bitte für jeden Einzelnen, dass er sich ausstreckt nach dem ewigen Leben und dadurch wird auch dieses Leben hier anders gestaltet dann. Ich möchte wirklich loben und preisen, für was du tun wirst, dass alles das geschehen wird. Und was wir bitten, wenn wir in deinem Namen bitten, unseren Heiland. Amen.